Jo Leute, seid ihr herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind dabei, unsere Mission hier zu starten. Und zwar mit dem Gerät. 5 Minuten 20 haben wir mit einem Deutz Fahrserie 7. Das Feld 24 anzusehen. Nehmen wir unsere Spritze an. Klappen die auf. Und fahren hier dran, um das Ding mal ein bisschen zu wässern. Gut, ich kann den nicht anschalten. Aber jetzt. Ich muss von oben gucken, damit wir sehen, wo der Rand ist. Ich glaube, das passt so. Wie gesagt, der Verbrauch der Sämaschine geht nicht runter, also die Füllmenge der Sämaschine an Flüssigdünger geht nicht runter. Verbrauch vom Traktor schon. Hängt damit zusammen, dass wir nur 4 Minuten haben für das Ganze hier. Da sollte der Traktor eigentlich nicht leer gehen. Auch bei voller Fahrt nicht. Ich finde es immer äußerst komisch, dass die Maschinen, die wir hier in den Missionen fahren, 0 Betriebsstunden haben. Aber gut, wird dann wohl so sein. Vielleicht neue Geräte. In unter 10 Minuten vom Händler hierher gefahren. Und dann gibt es hier richtig fett. Oder sogar mit dem Tieflader hierher gefahren. Das wäre natürlich richtig Luxus. Und dann kann man hier für exklusiv eine Mission vom neuen Träger fahren, der auch dementsprechend aussieht. Feldspritze finde ich immer noch hammermäßig. Die ist auch von der Arbeitsbreite genau richtig. Mehr ist zu viel. Lang einfach mal. Und weniger ist zu wenig. Jetzt sind wir die letzte Bahn, dann gibt es 5000 Euro, dann können wir uns selbst einen kleinen Düngerstreuer kaufen, womit wir dann unsere Felder düngen werden. Sind wir gleich wieder fertig mit der Mission? Das mit der Mission, das finde ich schon echt genial. Das hat es vorher nicht so in dem Ausmaß gehabt. Jetzt werden wir gleich mal sehen, wie unser Ansehen bei dem steigt, wenn wir so schnell fertig sind. Ja, ziemlich bis zum Schluss hier alles fertig spritzen. Knapp 4000 Euro. Er mag uns jetzt mehr. Das ist schön. Dann steigen wir jetzt in ihn hier ein. Starten die Seearbeiten. Und dann würde ich sagen, holen wir uns einen Düngerstreuer ab. Du kannst Gerste ansehen, jawohl. Do it. Ihn hier an, dann fahren wir zum Händler und kaufen die Sämaschine. Auf der Straße fährt man die, glaube ich, so, die Frontlader. Ich weiß es aber selbst nicht. Ich glaube, die fährt man so. Speedlimit 50 ist hier. 242, na dann. Da kommt wieder einer, der uns überholen wird. Ich glaube schon. Und wir sind ja nur so ein Traktor. Ja, der überholt uns. Aber locker, wegen dem Auspuff sehen wir nichts. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Und ja, wäre auch ein sehr langsam der aufholt. Er holt auf. Kann ja mal ganz kurz ausrollen lassen. Und dann schön Sound genießen. Das ist die letzte Folge in der Session jetzt, glaube ich. Dann nehme ich in
paar Tagen erst wieder auf. Deswegen ab jetzt lese ich die Tipps unter den ersten Folgen. Jetzt kann ich in der nächsten Folge verbessern, was ich falsch gemacht habe. Brauchen wir kurz die Karte. Wir müssten mal hier kurz links abbiegen, bitte. Könnte man uns durchlassen. Wir haben ein paar PS mehr, glaube ich, als ihr. Also hier rein. Öffnen wir den Shop jetzt einfach mal hier über das Menü vom Händler. Okay, das Ding direkt mal. Ja, Landmaschinenhändler ist gut. Öffnen wir hier. Wir wollen einen Düngerstreuer kaufen, und zwar den hier. Das wird ja schon wieder fast knapp. Kaufen wir. Jawohl. Steht beim Händler bereit. Das ist schön. Jetzt koppeln wir den an. Hallo? Oh, von der falschen Seite, ja, natürlich. Oh. Mhm. Na klar. So, müssen wir den ankoppeln. Aber wir lassen den wiederum wieder mal hier stehen. Weil wir schon wieder eine Mission machen müssen. Sonst kommen wir hier nicht durch. Ihr fahrt alle, das ist schön. 18. Besuchen. Können wir mittlerweile nichts machen. Ich würde aber gerne irgendwo was machen. Erntemaschine wechseln, hallo? Nee. Also, anderes Feld. Die 2. Keine Mission verfügbar. Die 30. Das sieht mir nach Ernten aus und das machen wir jetzt mal nicht. Ausnahmsweise. Er wird immer noch gedüngt haben. Was gibt's hier? Auch Ernten. Da kommen wir wohl nicht draußen rum. Ums Ernten. Ich glaube, da fangen wir jetzt einfach mal an. Das schaffen wir. Damit binde ich mich jetzt zwar da wahrscheinlich daran, dass wir in der nächsten Folge, also dass ich in der Session jetzt noch eine Folge aufnehmen muss. Aber das kriege ich auch noch hin. Also machen wir das jetzt einfach mal hier. Das Ding an. Nee, das aufklappen. Dann aktivieren wir den Drescher. Und fahren da einfach mal drauf aufs Feld. Auch hier die Motordrehzahl 1A funktioniert. Wir dreschen einfach mal diesen schmalen Streifen hier ab. Ja, fast schon sehr schlicht gehaltenes Cockpit. Aber trotzdem gefällt mir das doch sehr, sehr gut, das Spiel. Jetzt ein Tempomat. Das Tempomat geht bei 33 km/h rein. Das ist für einen Mähdrescher ziemlich schnell, wenn man jetzt mal so sagen darf. Mit 33 km/h, dann läuft er wahrscheinlich so 32. Das ist schon ganz flott. Meiner läuft, glaube ich, 22, den wir auf dem Hof stehen haben. Das ist aber auch nicht wirklich das Gelbe von Mai, aber 33 ist schon schnell, sagen wir. Können die Strohablage anschalten, jawohl. Nee, wir lassen die aus. Vielleicht will der Bauer das nicht. Also so war uns Hacken ist hier drauf. Schöner. Das ist ein See hier. Kleiner Gebirgsbach mit einem See. Ich glaube da drüben fließt ein Bach irgendwo raus. Das ist doch eigentlich ganz idyllisch hier.
Mal sehen, wie weit wir kommen mit der Mission. Ich glaube, ich mache die offline kurz vor fertig und dann sehen wir uns dann wieder. Aber mal sehen, vielleicht schaffen wir es auch in der Folge. Oh, was machen wir, wenn der Drescher voll ist? Stand da eben was so, das liegt. Wenn nicht, machen wir irgendwo einen Haufen. Kippen wir es einfach irgendwo hin. Hallo, Wolf. Wir machen einfach mal ohne Vorgewende. Ich glaube, wir haben genug Platz, um zu wenden. Wir fahren aber wieder rüber. Geht die Drehzahl wieder runter, das ist so genial. Das glaubt ihr gar nicht. Ich hoffe, dass wir ordentlich Ansehen bei den Bauern kriegen, damit wir dann billig die Felder da kaufen können. Das wäre schön. Das ist ja bei 30% voll. Ich frage mich wirklich, was wir machen, wenn das Ding voll ist. Nein, vielleicht wird er auch nicht voll, vielleicht ist das perfekt berechnet, aber bei so großen Feldern wie hier drüben würde mich das wundern, wenn da nicht irgendwo ein Anhänger dann da stehen würde, wo der ganze Rotz entladen werden kann. Geht aber auch langsamer jetzt voll. Vielleicht wird er nicht voll. Vielleicht bleibt er dann auch voll. Vielleicht bleibt er kurz vor voll stehen. Ich weiß es nicht. Wie bei den Düngemissionen wurden die Spritzen und so auch nicht leer. Vielleicht ist das beim Mähdrescher auch so, dass der nicht voll wird. Könnte gut sein. Ein schöner Drescher. Und jetzt kann man merken, ein Turbum 706. Ne, nicht 706, 760 so rum. Von Rostel Nash. Aha. Wir sehen ja auch hinter uns den ganzen Korntank, das ist auch cool. Ja, ich finde das Spiel schon genial. Es fühlt sich auch. Da oben auch, da wird das ganze Korn hochgepumpt. Fällt dann da rein. Schon alles ganz nice gemacht. Ziemlich detailgetreu gearbeitet. Obwohl hier, weil auch an so Aufklebern wie bei den Mieten. Ist schon alles ziemlich, sagen wir mal, geil gemacht. Vorne das ist die Welt, die nicht so ganz nachlädt. Das passt aber alles. Das Feld ist schon lang, ich kann fast mehr einen Kaffee machen gehen, aber ich glaube, so lang ist es dann wieder auch nicht. Ich meine, das hier ist das Größte auf der ganzen Karte. Ja, das ist es. 5 hier neben uns. Da bist du ein paar Minuten schön, vielleicht auch ein paar Stunden am Dreschen, wenn du das mal unterbeißen willst mit so einem kleinen Drescher. Gerade mit sowas wie wir es haben. Heide wird es gerade aber auch so lange. Dann jetzt einfach mal gleich die Aufnahme dicht. Dann mache ich es fertig und dann sehen wir uns kurz bevor ich fertig bin wieder. Nehme ich einfach noch eine Folge auf. Komm, muss jetzt sein. Und Kapital sehe ich jetzt aber gerade nicht. Das ist schade. Ich würde gerne sehen, ob wir schon wieder im Minus sind. Aber gut. Das wird dann auch die letzte Mission sein, die ich mache. Ich habe jetzt ziemlich viele Missionen gemacht, vor allem so kleine.
kann ja nicht die ganze Zeit nur Missionen machen. Das geht ja auch nicht. Muss ich ja was vom Spiel zeigen. Aber gut. Ja, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir wieder mal Landwirtschaftssimulator, Minecraft oder Scrap Mechanics spielen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.